dennoch zählt Rapid für Ilzer absolut zu den Meisterschaftskandidaten und erortet beim Gegner einen leichten Frischevorteil wegen des starken Cup-Rotierens von Robert Klaus, sich vielleicht heute bezahlt macht. 9 Stammkräfte kehren in die Startelf zurück. Bei Sturm war die Rotation beim 2-1 gegen Blau-Weiß Linz nur halb so wild. Daher auch heute nur 4 Wechsel für das Duell Erster gegen Zweiter in der seit Wochen ausverkauften Merkur Arena. Vorerst kommen die Fans beider Seiten aber nicht auf ihre Rechnung. Es ist ein sich gegenseitig neutralisieren in den ersten 25 Minuten ohne Torchance. Zu viele Fehlpässe bei beiden Teams. Auch hier, die Gäste gehen aber gleich ins Gegenpressing. Sturm befreit sich zwar, aber schenkt den Ball gleich wieder her. Auer ist das. Burgstaller läuft im Zentrum mit. Die erste echte Torszene in Minute 26. Ausgelöst vom Missverständnis zwischen Kitischvili und Jalkoje bzw. Gazi Begovic. Burgstaller fehlt aber ein Stück auf den Stangler von Auer und Belio wäre im Rückraum auch, ja vielleicht sogar besser anspielbar gewesen. In Minute 38 schon wieder Rapid Sangaré auf Boller. Der dann wieder zu Sangaré. Sturm arbeitet gut gegen den Ball und das führt zu dieser unbedachten Handlung von Sangaré. Schiri Walter Altmann hat sofort die dunkelste Karte bei der Hand, die er mit hat, nämlich Rot. Das wird natürlich überprüft, aber mit dieser Überprüfung ist der VAR ganz schnell fertig. Schauen Sie ins Gesicht von Sangaré, das sagt, oh je, nicht gut. Das gestreckte Bein gegen das Schienbein von Dimitri Lavallée, der trotz aller Schmerzen weiterspielen kann, nach dem brutalen Foul von Mamadou Sangaré, der sich, bevor er dann letztlich gehen muss, zumindest noch vernünftig entschuldigt bei Lavallée. Rapid in Unterzahl, Sturm kurz darauf mit diesem Gazi Begovic. Freistoß, Minute 43. Gefolgt vom Kopfball von Chukwuani, der reichlich Platz hat im gegnerischen Strafraum. Da haben so geschätzte 20 cm gefehlt. Hegel reagiert nicht wirklich, entweder weil er weiß, er kommt nicht ran oder weil er spürt, der geht nicht rein. Dann war es großartig antizipiert. Ball an die Stange, 0:0 zur Pause. Kurz danach wird das Spiel dann kurz unterbrochen, aber keine Angst. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, die Merkur Arena brennt zum Glück nicht. Es folgt folgender Sturmangriff. Gazi Begovic, Jalkueles durch, Chata und dann Böwing. Keine schlechte Aktion, aus der vor allem deshalb nichts wird, weil Chata den Ball ein bisschen im Rücken hat und ihm keine vernünftige Ballannahme gelingt. Sturm übernimmt mit einem Mann mehr jedenfalls immer mehr die Kontrolle, wird aber lange nicht zwingend. Eine Viertelstunde noch. Joker Yadimci lässt prallen. Geht sofort in die Tiefe, kriegt den Ball von Jalkoje auch wieder. Johnston hinterläuft, auch der wurde eingewechselt. Seine Flanke ist okay, aber mehr auch nicht. Edel streckt sich und ist gut vor Biret am Ball. Noch 10 Minuten, Rapid über Seidel an seine gefühlvolle Flanke kommt. Der sechsfache Ligasaisontorschütze Dion Bellio nicht ganz ran. Gibt es in diesem Spiel noch einen Sieger? Minute 82, Zvonarek, Jalkueles durch und Max Johnston hat noch mehr Platz als vorhin. Findet er einen Abnehmer? Ja! Und zwar Erencan Yadimci, der im Cup am Mittwoch sein erstes Tor für Sturm gemacht hat und hier macht er sein erstes in der Liga zur späten Führung von Sturm. Mit dem Knie befördert Yadimci den Ball ins Tor. Die Frage ist, ist es das Siegestor oder hat Rapid in Unterzahl noch eine Antwort? Die 89. Minute läuft. Royao schlägt den Ball im Grunde nur weg, kann trotzdem was draus werden. Belio setzt sich gegen Geierhofer durch. Aibu kommt dazu und kriegt den Ball an die Hand. Altmann entscheidet schnell und zwar auf Strafstoß. Eine richtige Entscheidung. Aibu verbreitert den Körper, Arm zu weit weg. Und das ist die Chance für Rapid zum späten Ausgleich. Belio übernimmt die Verantwortung und macht in Minute 90 souverän den Ausgleich, sein 7. Liga-Saisontor. Rapid könnte also doch noch das 8. Ligaspiel in Folge unbesiegt bleiben oder vielleicht noch gewinnen. 4 Minuten Nachspielzeit wegen kurzer Unterbrechungen gibt es noch eine 5. Sturm bringt den Ball nicht weg, der bei Joker Wurmbrand landet. Der Matchball für Rapid. Der Ball geht an die Stange.
Nach der Cup-Blamage nimmt Rapid letztlich aus Graz einen Punkt mit. Stimmen zum Spiel von Hannes Kagel. Wir sind heute hierher gekommen, um zu gewinnen und Platz 1 zurückzuholen. Das haben wir bis zur roten Karte auch gezeigt, denke ich. Danach war es für uns ein bisschen etwas wie ein Überlebenskampf. For us a bit a game of survival game. Das war nicht das gewohnte Sturm, ein bisschen enttäuscht haben's mich. Wir haben die komplette Kontrolle gehabt eigentlich über das Spiel, mit Ausnahme von der zweiten Halbzeit. Deswegen bin ich stolz auf die Burschen. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr diszipliniert verteidigt, wenig zugelassen, kaum Chancen für den Gegner ermöglicht. Und ich glaube, deswegen war es in Summe dann auch verdient. Trotzdem natürlich glücklich, wenn es so spät fällt, auch mit solcher Situation. Ich glaube, dass wir genug Chancen hätten, um hier mit 3-4 Toren runterzugehen. Und am Ende kriegen wir so einen Dummelfmeter, weil wir einfach als ganze Mannschaft nicht bis zum Ende konsequent spielen. Und am Ende ist halt einfach... Ja, scheiße. Die Rapid-Fans feiern, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Schön für sie. Rapid hatte auch Glück, aber sie haben sich ins Spiel verbissen und noch was mitgenommen. Mit der Überzahl ist dann na, schon so gewesen, dass wir dann die Dominanz übernommen haben. Und trotzdem haben wir jetzt auch nicht die großen Torschancen rausgespielt, was natürlich auch mit einem massiven Abwehrblock von Rapid zu tun hat, was mit der individuellen Klasse von Rapid im Verteidigen zu tun hat. Ein enttäuschendes Remis für Sturm, auch wenn Christian Ilzer auch im 9. Liga-Heimspiel gegen Rapid unbesiegt bleibt.